Rekordmeister im Umbruch? Zur Rückrunde der Bundesliga-Saison 2018-19 kommt es wieder zu einigen Transfers. Quelle, t-online.de. Der Umbruch im Kader der Münchner nimmt immer konkretere Züge an. Nun soll der FC Bayern an einem Youngster aus den Niederlanden dran sein, es könnte teuer werden. Wird er zum transfer des FC Bayern? Wird Ball international aus den Niederlanden berichtet? Der deutsche Rekordmeister ist an Steven Bergwin vom PSV Eindhoven interessiert, der 21-jährige Linksaußen spielt eine starke Saison für den aktuellen Spitzenreiter der Eredivisie, 25 Pflichtspiele, 10 Tore, 9 Vorlagen, debütierte erst im Oktober für die niederländische Nationalmannschaft. Stark am Ball, Steven Bergwin. Quelle, WM mit Schrägstrich Imago. Der auf rechts wie links einsetzbare Bergwin könnte die Offensive der Münchner verstärken, die ab der kommenden Saison wohl ohne zwei Klublegenden auskommen muss. Robben hat bereits seinen Abschied nach der laufenden Spielzeit angekündigt, auch Frank Krebi wird den Verein wohl verlassen. Allerdings haben die FC Bayern offenbar große Konkurrenz im Werben um Bergwin, auch Manchester United und Inter Mailand sollen Bergwin unbedingt verpflichten wollen, im vergangenen Sommer hatte demzufolge auch Bayer Leverkusen Interesse. Der Angreifer wird auf jeden Fall kein Schnäppchen, Bergwiss-Vertrag in Eindhoven läuft noch bis 2022, aktueller Marktwert, 30 Millionen Euro. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team.